auf Final Gaming gegen Entropy. Auf Cash würde ich fast sagen, dass Entropy auf jeden Fall die Map holen kann. Final Gaming hat gute Chancen auf der zweiten Map, und zwar auf Mirage. Also deshalb denke ich auch, dass sie sich im 1-1 hier erstmal trennen werden heute. Ja, beides so eher Pack-Style-Maps zum Teil. Also Mirage wird ja eigentlich von jedem Team ganz gut geprackt, also auch im hohen Pro-Bereich, sage ich mal. Außer von G2. Außer von G2, genau, ja. Gut, aber G2, die sind auch gerade allgemein nicht so on point, wie man es eigentlich erwartet von denen. Ich glaube, da muss nochmal bei Final Gaming restartet werden bei einem der Spieler, weil wohl Low FPS oder so. Also, gibt es doch gar nicht. Sowas in der heutigen Zeit bei so Mond-PCs, ne? Glaub mir. Low FPS. Ja, ich habe auch Low FPS. Tja, nicht jeder kann so einen NASA-Rechner wie ich haben. Das ist schon okay. Ja, ja. Ja. Ich verdiene ja noch kein Geld. Nee, das kommt noch. Studieren. Also, das kommt noch, ne? Ja, wenn der Prospect mal Arzt ist, dann fährt er mit dem Benz hier vor. Ne, entspannter. Ich weiß es. Ich bin kein großer Benz-Fan, muss ich dazu sagen. Echt nicht? Du siehst aber schon so aus wie so ein Benz-Fahrer, ein bisschen, ne? Ach so, okay. Nee, also, ich bin eher BMW-Fahrer, muss ich jetzt sagen. Ach so, stimmt gestehen. Ja, der war ja BMW-Fan. Ja, trotzdem. Ah. Ich glaube, wenn du so 50 bist, gehst auf die Rente zu, dann holst du der Prospect, holt sich eine E-Klasse. So eine E-Klasse? Eine S muss... Nein. E-Klasse, Mann. E-Klasse, ey. Für die Plebs oder was? Nein. Also, wo du eben das Gewinnspiel, den Tippkönig, angekündigt hast. Ja. Also, dann Bowie Knife. Ich habe mir letztens auch ein Bowie Knife ertradet. Jetzt. Nein! Er hat sich ein Bowie Knife ertradet. Das ist ja unglaublich. Ja, ich hatte ja vorher das Bajonett und jetzt bin ich unter die Bowie Knife-Jünger gegangen, in Anführungszeichen. Ja. Hab mir dann ein Bowie Knife Crimson Web geholt. Mhm. Und das sieht selbst in Wild One ziemlich geil aus, muss man ehrlich sagen. Ja. Auf jeden Fall. So. Wow, Suppy Modes, holt euch eure virtuelle S-Klasse. Meinst du, jetzt geht's carry? Wow. Wir haben aber kein Suppy Mode, das aussieht wie ein Mercedes. Nee. Ja, das ist. Kannst ja mal vorschlagen im Forum. Das ist falsche Werbung. Das ist Fake News. Das ist Fake, echt mal Fake. Nein, aber trotzdem, wir würden uns natürlich über ein Abo freuen, wenn ihr Bock habt. Unterstützt uns, wir würden uns da sehr freuen. Ich bedanke mich auch immer schön. Alter, da ist der Mercedes-Stern. Geil, Mann. Nee, wir freuen uns immer über die neue Subs, natürlich auch für die Community-Streams. Immer schön am Mitspielen, und die Unterstützung ist natürlich auch super, da freuen wir uns immer. Vielen, vielen Dank an alle Subs, die immer fleißig 99 Damage unterstützen. Dafür gibt es mehr Sub-Emotes. Dafür könnt ihr in den Community-Games immer fleißig teilnehmen. Das lohnt sich auf jeden Fall schon. Und natürlich ist ja hier Support nie Mord. Ne? Das muss man auch von der Seite sehen. Ne? Und es ist schon gut. Ne? Also Twitch als Plattform mit Subs ist schon eine feine Sache. Ja, ja. Vor allem dann 19 Damage wird ja dadurch von euch riesig. Also ihr könnt uns ja direkt unterstützen. Stellt euch das vor. Ja. Wir liefern euch immer so Casts und macht auch fleißig in der 99er Liga mit und so weiter. Und damit das so weitergeht, möchten wir natürlich euch anreizen, auch uns eure Unterstützung zukommen zu lassen. Jetzt bin ich mal voll am Sellouten. Krass, ne? Richtig krasser Sellout. Ja. Ja, das war's mit Sellout. Aber ihr könnt auch gerne mal auf Twitter vorbeischauen. Also wenn ihr uns gerne beim Carsten zuhört, dann könnt ihr auch gerne mal auf Twitter vorbeischauen, weil da haben wir auch einen Account, @99damage.de. Da könnt ihr uns gerne mal ein Follow da lassen, dann werden alle aktuellen Spiele mal gepostet. Natürlich auch lustige Informationen und die aktuellsten News aus der CSGO-Welt. Und ihr könnt dem Frostpack CSGO folgen und natürlich dem Jitko. Und da seid ihr nämlich auch immer informiert, wann der Frostpack castet oder wann der Jitko castet oder privat streamt oder was er gerade unterwegs macht oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Twitter ist eine sehr gute Plattform, um sich zu informieren. Also, ja.
das Twitter-Game ist stark immer im Vergleich point. Zu Facebook. Ja. Also ganz ehrlich, Facebook bin ich echt raus zum Teil. Mhm. Ja, und wer es noch nicht mitbekommen hat, Preisgeldverteilung in der Liga wurde ja auch ein bisschen angepasst. Das Preisgeld wurde nämlich erhöht für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Und zwar gibt es für den ersten Platz 5.000 Euro, für den zweiten gibt es 2.500 Euro, für den ersten 1.500 Euro und es gibt 350 Euro Saisonbonus und für jeden Sieg oder nee, für jede gewonnene Map gibt es oder sozusagen gibt Sieg gibt es 125 Euro extra. Was sagst du dazu, Frosty? Tja, das ist ordentlich, eine ordentliche Stange Geld. Ja, da kommt gut Geld reingeflogen, ne? Ja, war richtig. Würde ich auch gerne einen Anteil. Na was? Nein. Dann musst du erste Div spielen. Ja klar. Hör mal, also wenn Final Gaming, wenn da weiterhin Low FPS sind, dann mache ich Stand-In. Easy. Ja, können wir gerne organisieren. Die hören bestimmt fleißig zu, ne? Frosty. Knifefront ist unterwegs. Frosty verteilt aber nur Salz auf dem Server. Also er streut nur. Er streut nur für die Spieler, dass sie nicht auf dem Glatteis ausrutschen. Ja, also. Streusalz brauchst du auch. So, es geht in die Knife Round. In diesen frostigen Zeiten. Auf jeden Fall. Es geht in die Knife Round. Und natürlich beide Teams. Ich finde es auf Cache gar nicht so wichtig, auf welcher Seite du anfängst, weil die Map ja sehr ausgeglichen ist. Klar, manche Teams präferieren eher die T- oder die CT-Seite. Aber im Endeffekt kannst du auf beiden Seiten eigentlich sehr gut reinkommen. Ja, ich finde es. Was ist das für eine so Knife Round, ey? Ja, da wird schön gerannt. Da wird der Marathon ausgepackt. Ja, denkst du es auch, dass so Knife Round, ach nicht Knife Round, die Seitenwahl jetzt nicht so entscheidend ist auf Cash? Also ich finde, ich würde Cash fast mit das 2 vergleichen, wo es eigentlich kaum einen Unterschied macht, auf welcher Seite du bist, in der Form, welche Runden du holst. Also ist es meistens so ein 8-7. Zum Teil war es öfters so, dass die CT-Seite etwas Überhand genommen hat in letzter Zeit, aber ja, das hat mittlerweile aus. Ist das eher wieder ausgeglichen. Vor allem, ich glaube ganz ehrlich, die Map ist langsam ein bisschen ausgelutscht. Ja. In Form von Taktiken auf T-Seite. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was beide Teams uns hier aufs Parkett bringen. Es geht los. Final Game gegen Entropy. Man hat sich sehr gut ausgerüstet bei Entropy noch mit einer Flashbang und einer Smoke, ansonsten nur Kevlar dabei. Zweimal das Dev-Kit bei Final Game, das ist sehr interessant, das geht direkt Richtung Richtung Main nach vorne. Ja, Eika macht den ersten Frag, der Entry sitzt, aber Ship da, der hat jetzt die Bombe erstmal rausgenommen, macht auch noch den zweiten, hat also die Main erstmal im Lockdown. Jetzt kommt aber Trip von hinten und da werden beide Main-Spieler von der CT-Seite gemacht. Jetzt geht's Richtung Sport. Stiko. Jetzt kriegt er den Headshot. Also, es ist ein 1 gegen 1, Mali. Nevis hat das Kit, aber kein Kevlar. Mali muss zum Yellow rüber, wartet erstmal. Ja, Nevitz wartet jetzt auf seine Chance. Oh, da kriegt er einen schönen Jumpshot mit der Glock. Der hat noch 23 HP. Und wie schon dir erwähnt, der hat keine Kevlar, aber Nevitz macht es. Sehr starke Klicks hier in der ersten Runde. Da kommt ja von beiden Seiten nur das Konfetti aus der Waffe raus. Und da feiert man mit schönen, saftigen Headshots. Starke Schüsse auf beiden Seiten. Gefällt mir sehr, sehr gut. Am Ende kann es Nevitz mit seinen letzten 23 HP entscheiden. Und es geht direkt in einen ordentlichen Ball rein. Zweimal Farmers, dreimal SMG und viele, viele Granaten. Auf der anderen Seite sehen wir Deagle, zwei Flashbangs und Kevlar. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war von Final Gaming, dass sie zweimal Kit gekauft haben vorige Runde. Weil normalerweise macht das nur ein Spieler. Ultimate. Einmal das saftige Brett durch die Smoke, aber Selbo hat sich natürlich auch da etwas hingegeben, sage ich mal, dem kleinen Spray durch die Smoke und dadurch konnte man natürlich die Tracer sehen. Wurde jetzt auch im letzten Update ja verändert, dass die alle Waffen jetzt mit dem ersten Schuss, nicht mehr mit dem zweiten oder dritten, wie es war vorher, den Tracer raushauen. Finde ich sehr nice. Ja, weil man konnte das mit der M4 zum Teil abusen, dass man zwei Shot Burst geschossen hat und dann nochmal kurz aufgehört, Waffe gewechselt und dann wieder reingeschossen. Das heißt, man konnte die Tracer überhaupt gar nicht sehen. Das klingt ja fast wie geschummelt. Ja. Nein, Spaß beiseite. Das ist ja in der Liga nicht erlaubt, hallo? Das ist nicht erlaubt, ne? Mhm. Nee, auf jeden Fall, klar, ich find's eine gute Änderung, dass man das da so ein bisschen... Guck mal dir den Rap an.
Oh, Stücko passt nach hinten auf, wird aber jetzt in die Mangel genommen. Eiker greift mit ein. Nevitz ist aber noch da, der ist schnell genug rüber zu holen. Schipter macht da ein bisschen, ja, zu wenig Schaden meiner Meinung nach. Es ist halt jetzt die 2 gegen 2 Situation. Da hätte noch einer mit drin sein können. Final Gaming steht bereit für den Retake. Die Bombe muss noch auf den Spot getragen werden. Und Mali passt halt auf mit der Diegel des Todes. Versteckt sich wieder. Ist natürlich jetzt bekannt. Flashbang kommt rein, kommt, tickt zu kurz. Aber zweite Flashbang, perfekt, ja, ausgenutzt. Und dann ist es der Refrag von Trip und Entry Gaming holt sich mit den Eagles die Anschlussrunde bzw. den Ausgleich. Wurde gerade im Chat die Frage gekommen, was ist ein Tracer? Ein Tracer ist ein, ja, das, was der Kugel hinterherfliegt, dass man sehen kann. So ein kleiner Lichtblitz in Anführungszeichen. Kann man das sagen? Ja, ja, das passt schon. Das passt schon. Nein, ja, einfach das. Direkt der Reforce-Buy von Final Gaming hier. Entropy hat sich die Force-Buy-Runde geholt, beziehungsweise die Deco, wie man es ja mittlerweile fast immer nennt. Eine Desert Eagle Eco. Und jetzt muss sich Final Gaming halt dort reinbegeben. Mit 2 CZs haben sie noch dabei, anstatt den Deagles. Aber es ist trotzdem der kleine Vorteil für Entropy. Ich fand den Buy letzte Runde echt nicht gut, vor allem mit den 3 SMGs. Die UMP ist halt nicht mehr so stark. Vor ein paar Monaten, wo die UMP noch in ihrer alten Form dabei war, hätte man das vielleicht so machen können, aber die 2 Farmers, die waren halt Richtung B postiert. Das heißt, du hattest am Up-Spot überhaupt keine Range eigentlich. So, wir haben jetzt erstmal abwartendes Spiel von Entropy. Die Zeit läuft natürlich gegen sie. Da wird das erste Duell gesucht. Der Spieler ist bekannt hinten an den Lockers. Mali wechselt direkt die Position. Gut von Shipta dagegen gehalten. Damit gehört ihnen auch erstmal die Main. Und sie gehen das Risiko nicht bei Entropy ein. Sie entscheiden sich echt Richtung B aufzubauen. Und sie stehen eigentlich schon bereit für den B-Split. Und da warten Selbo und Synx. So, Synx hat eine gute Position ausgewählt. Der hat die Chance, 2 Leute rauszunehmen, schafft er aber nicht. Und damit liegt jetzt alle Hoffnung auf Selbo an der CZ. Oh, da rennen sie gut durch. Und Mali holt den Frag. Damit ist Aika Richtung Side durch, kann die Bombe legen. Mali hat sich auch unter dem Heaven positioniert. Und wir sehen, ja, dass Entropy sich eigentlich gut für den Afterplant auch aufgebaut hat. Eine Richtung Side, eine Under Heaven. Einer aimt nach hinten ab und Trip hält den Ventroom. Und Shipta und Nevitz haben hier nichts mehr zu lachen eigentlich. Ja, ich würde die Waffen einfach behalten. Die 2 Deagles sind zu wertvoll für die nächste Runde, als dass sie die jetzt noch raushauen. Nevitz steht etwas zu close. Also da könnten sie, wenn sie Richtung CT exiten, nochmal reingehen. Aber so wird es nicht sein. Vielleicht versucht Nevitz die Waffe zu holen am Ende, wenn die Bombe explodiert. Aber ich glaube, da sind die Cs schon nahe dran, da wird es keine mehr geben. Nee, bleibt auch stehen, also kein Problem für Entropy Gaming in dieser Anti-Force-Buy-Runde. Haben sich auch jetzt gut Geld erspielt. Ich denke mal, Zyn wird sich vielleicht sogar noch eine MAC-10 holen, damit ein bisschen Geld farmen, weil sie wissen natürlich jetzt kompletter Money-Broke oder komplett Money-Broke bei Final Gaming. Die 2 Deagles wurden mitgebracht, HP 250 werden nachgekauft, aber ansonsten war es das. So, und das wird natürlich nicht leicht, besonders weil Ultimate da direkt vor B den Spot aufreißt. Und das heißt, Synx ist erstmal allein auf sich gestellt. Selbo ist kaputt und es geht flott Richtung B drauf. So, was kann Synx da ausrichten? Gar nichts mehr. Mali holt sogar seinen Mate raus. Damit der B-Spot sehr, sehr schnell gefallen und Entropy lässt da überhaupt nichts anbrennen. Da wurde Aika noch ein wenig auf Information zugehen und natürlich auf Money Farm. Aber da hat man was dagegen. Stücko ist somit mit der Deagle hier absolut on point. Chip da lässt sich Waffe auch nicht entgehen. Und wir haben die 4 gegen 1 Situation. Da kann Chip da eigentlich safen gehen. Die UMP auf jeden Fall nutzbar in der nächsten Runde. Von daher gar nicht so schlecht. Ja, ich glaube, er will nochmal mit dem Molotov-Trip zum Beispiel rausholen, damit er einen Kill setzen kann. Aber der steht an einem anderen Spot. Trip macht auch den Headshot auf ihn. Ja, jetzt hat er die Waffe auch noch abgegeben. Oh, aber haben wir Stucco nochmal mit einem netten Headshot. Aber mehr wird es auch die Runde nicht werden. Entropy Gaming hat jetzt auch ganz gut Geld aufgebaut. Die eine Waffe, die sie reingeschickt haben, die UMP, war entbehrlich. Das heißt, sie haben jetzt volle Rifles. Auch noch die AWP bei Aika. Kann man auch durchaus vertreten, dass er da durch die Smoke geht mit der Info.
Und Selbo wird jetzt Richtung B den ersten Peak wagen. Also sie müssen endlich mal wieder eine Runde gewinnen, weil die letzten drei waren es jetzt für Entropy Gaming. Da brauchen sie jetzt. Oh, da haben sie die erste Information Richtung Tür bekommen. Wie aggressiv spielt denn Entropy Gaming? Das ist ja unglaublich. Nevils kann aber den Spot frei halten. Den dritten bekommt er nicht mehr. Da ist Trip da. Und der Spot ist aufgeräumt. Ich glaube, Final Gaming ist nicht auf dieses schnelle, freche Spiel vorbereitet, was Entropy Gaming hier aufs Parkett legt. Selbo noch an der AWP. Und das war echt flott Richtung Tür. Man macht die Tür auf, schaut einmal rein, die Flash kommt geflogen und man ist absolut gegen die Wand gespielt. Also Final Gaming wurde da komplett aus dem Konzept rausgebracht. Ja, Final Gaming wollte etwas aggressiver Richtung Main spielen, hatten da zwei Leute hinter der Smoke stehen und das haben sie nicht erwartet, dass sie da einfach durchgehen aus der Tür raus. Ich glaube aber auch gespottet oder gehört worden, dass sie da vorne close stehen und dann einfach gesagt, komm, wir explodieren, während Trip sich noch die AWP rausholt. Selber hätte da vielleicht nicht pieken sollen, weil es ist doch eine sehr teure Waffe und das gibt am Ende eine richtige Delle ins Geldpolster. Ja. Entropy mit Runde Nummer 4 in Folge. Final Gaming kann sich wieder nur auf die Pistols vertrauen. Ja, sie müssen jetzt halt gucken, dass sie aus dem Loser-Bonus rauskommen. Das ist halt der Vorteil auf der T-Seite. Wenn du halt so Gas gibst und direkt den Snowball auspackst, passt ja ganz gut zu der Kälte heute. Den Cold Bowl. Spaß beiseite. Entropy hat jetzt halt einen riesen Vorteil. Sie können sich ein riesen Geldpolster aufbauen, über den Gegner drüber rasen und halt dieses Schneeballsystem halt bei Final Gaming sehr gut anwenden. Dass sie halt Runde für Runde holen. Final Gaming kommt nicht aus dem Loser-Bonus raus oder aus dem Geldstrudel. Und am Ende heißt es für sie, dass sie halt zu viele Runden auf ihrer CT-Seite dann auch abgeben. Weil du musst immer sparen, dann wieder kaufen, dann wieder sparen, dann wieder kaufen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil für Entropy, dass sie halt so gut direkt in Runde Nummer 2 reinkam und direkt mit Gegenmaßnahmen das Ganze auch gewinnen konnten und natürlich jetzt eine sehr gute Winstreak von 4 Runden dahin gelegt haben. Und es geht vor B. Ja, da haben sie sich aber schon gut aufgestellt. Also Selbo mit einem leichten Kreuzfeuer mit Syncs. Also er müsste rumziehen, damit er damit sie zusammen facen können. Haben aber 3 Leute beim A-Spot stehen. Das heißt, eine sehr lange Rotation. Syncs wird jetzt auch rausgepusht, weil er den Molotov vor die Nase gesetzt kriegt. Steht halt ganz offen, genauso wie sein Mate Syncs, der dann natürlich pieken muss. Jetzt Nevis, der kommt nochmal von oben, aber Ultimate wieder mit diesem Headshot Richtung Heaven, die auch in den vorigen Runden als Richtung B gegangen sind. Oh, wird er nochmal das Spray durch die Wand versuchen? Ah, bleibt erstmal dabei. Chip da wird die Kevlar, denke ich mal, behalten wollen, weil dann gibt es günstiger. Nächste Runde. So, also $650 ist natürlich wert zu saven. Auf jeden Fall. Ne? Auch die Secondary, weil sie haben einen Run-Boost gemacht. Ja. Ja, die sind ja richtig geistig unterwegs. Ich wollte gerade erzählen, die Kevlar, das sind natürlich auch ein paar Granaten. Und $650, wie von dir erwähnt, das ist auch nicht wenig. Ne? Das sind 2 Flashbangs. Ja. Oder eine Smoke und ein Flashbang. Smoke Nate und wenn du halt Kevlar kaufen musst nächste Runde auch noch, dann oder muss, dann ist es manchmal halt das bisschen, was fehlt zu einer M4 anstatt zu einer anstatt einer Farmers. Ja, da gebe ich dir recht. Ist ja noch ein Kill, ist bei 006, aber jetzt haben sie die Doppel-AWP ausgepackt. Mal sehen, ob sie diesmal ein bisschen mehr aus der Runde rauskriegen, weil die vorigen wurden sie sehr früh überpusht oder wurden gepickt. Also das war bisher das Problem. Selbo mit dem Molotov wieder vom Winkel abgewendet, muss sich dadurch zurückziehen, gen Dusche. So, Stöko hat da eine sehr interessante Position oben auf dem roten Container. Geht jetzt auch wieder Richtung Mitte, weil da haben sie gerade gar keine Kontrolle. Nevitz ist dann nur so ein bisschen auf Informationssuche. Sie wissen nicht so wirklich, was Entropy Gaming vorhat und die nehmen auch diesmal das Tempo raus. Aika an der AWP in der Mitte sucht sich bei einer zweiten Chance, also nachträglich so bei einer Minute, nochmal die Information in der Mitte. Also sie machen jetzt so eine verzögerte Informationssuche, aber ich glaube, sie werden gleich einfach wieder irgendwo kompakt hingehen. Jetzt kommt eine Crossmoke in der Mitte, die sieht man halt gar nicht mehr fast, ne? Das ist unglaublich, ne? Eine absolute Seltenheit im CSGO Competitive geworden, obwohl die eigentlich so stark ist.
Und wir sehen bei Final Game, die haben halt gar keine Informationen, außer halt das Ding in der Mitte, was da liegt. Und das ist die Crossmog. Könnt ihr jetzt aber halt haben auch sehr stark auf Retech gespielt. Bei B ziehen sie jetzt das Tempo an. Hinten steht aber auch noch Syncs drinnen und vorne steht Selbo. Das ist das Kreuzfeuer und da machen sie auch die ersten drei Spieler zusammen. Syncs 2, Selbo einer. Jetzt kommen zwei Leute nochmal aus der Checker. Selbo steht zu offensiv in der Situation. Muss da rauskommen. Styko kann den AWP-Schuss nicht setzen auf den crossenden Spieler. Und jetzt stehen sie erstmal in einer kleinen Putt-Situation. 3 gegen 2 Retech und der B-Spot, der ist nicht einfach. Das ist auf jeden Fall noch möglich für Entropy hier. Ja, der Vent ist auf. Das heißt, Shipta hat vielleicht gutes Time, wo er eingreifen kann. Der erste Spieler fällt. Syn holt den Reflect. Der hat nur noch 1 HP. 99 Damage lässt grüßen und die Runde ist vorbei. Final Gaming kann die für sich entscheiden. Das ist das 2 zu 5. Auf jeden Fall wieder ein sehr explosives Spiel von Entropy Gaming, diesmal mit einem B-Split. Vielleicht ein bisschen zu berechenbar mit der Cross-Smoke, weil in der Mitte halt auch kein Druck kam. Normalerweise macht man eine Cross-Smoke und versucht halt auch einen Richtung Box zu schicken. Dass man versucht, wie geht denn diese Meta-Anzeige weg bei CSGO, weißt du das? Meta? Diese Meta-Anzeige, die du einzeichnen kannst auf der Karte. Du kannst einen Meter anzeichnen? Ja, wie viel lang die braucht, wie viele Sekunden. Mit Steuerung, oder? Oder was war's? Oder Space? Ich guck gerade. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Dann haben wir jetzt halt ein paar Kreise. Ja, auf jeden Fall. Normalerweise schickst du einen vor via an die Whitebox und machst ein bisschen Druck in der Mitte. Das hat mir bei Entropy gerade komplett gefehlt. So, und jetzt geht's erstmal wieder offensiv auf Richtung B. So, da hat man sehr viel Raum schon eingenommen. Syncs musste aufpassen, dass er nicht abgefischt wird. Das ist ein Fehler, dass er da rumgeht und ohne Flashbang versucht, den Raum einzunehmen. So, und Entropy zieht das Tempo an. Nivitz haut einfach nochmal ab, nimmt die AWP mit raus. Da stehen sie zu dritt bereit. Nivitz bangt nochmal um sein Leben, aber der lebt noch, wird aber auch direkt von Mali abgefangen. Da auch den zu weiten Peak und da können Chipter und Selbo eigentlich fast schon safen gehen. Ja, das Problem war, dass Styko oder Syncs war es, pardon, dass Syncs einfach trocken Richtung Checkout nochmal reingeht. Ah, Shifter behält die M4 erstmal. Trip hat natürlich die Info geholt. Beide sind jetzt schon Richtung Tür, wollen saven, aber Entropy, die sind heiß. Die wollen hunten. Die wollen die beiden jagen und da vorne steht schon Ultimate. Oh, das Timing. Gerade noch so. Er guckt natürlich auf den zweiten Spieler, den er gesehen hatte. Deswegen erwartet er Shifter vorerst nicht. Jetzt aber der Schuss durch den Molotov und dann kommt nochmal die Glock zur Benutzung. Ja, direkt der Reset. Und das ist dieser angesprochene Money-Strudel oder Geldstrudel, in den Final Gaming sich jetzt gerade findet. Ja, Loser-Bonus ist weg. Sie hatten ja einen vollen Loser-Bonus in Runde Nummer 6. Und ja, jetzt haben sie halt eine Runde gewonnen. Das reicht dann nicht. Da müssen halt mal zwei Nachfolgerunden gucken, wenn wir ja aufs Geld gucken bei Entropy. Das ist mehr als gut gefüllt. Klar, man hat so ein, zwei Spieler, die so ein bisschen aus der Reihe rausstechen, aber guck dir bei Mali einfach dieses Geldpolster an. 12.600, er kann halt sein ganzes Team mit Waffen versorgen. Und bei Final Gaming dreht sich der Teufelskreis weiter. Und zwar in keine gute Richtung, und zwar weiter nach unten. Runde weg, Geld weg. Final Gaming steht wieder mit dem Rücken gegen die Wand. Die Smog dürfte nicht sitzen. Ja, ganz leicht nach links verschoben, aber hat er gerade noch so hingekriegt. Kann man besser consistent werfen? Also ich weiß nicht mal, welche Smoke du meinst. Die Main Smoke, die Main Smoke. Ach, die Main Smoke. Ich suche hier wie so ein Bekloppter nach einer Smoke. Da ist eine kleine Gap rechts, das ist das Problem. Das heißt, du kannst hinten im Port gepickt werden, wenn du hinten drin stehst. Das ist halt so, sind halt so kleine Fehler, die ordentlich was kosten können. Vor allem in so einer Defense, in so einer Eco. Vor allem spielen sie jetzt mit einem Mann A und die Mitte wird von Entropy erstmal angespielt. Vier Leute sogar bei B. Final Gaming hat da Final Gaming, viele Ressourcen rüber. Ja, geht einfach auf Gamble. Sammelt sich in den letzten 35 Sekunden in der Hoffnung, dass sie halt irgendwie einen Entropy, die halt sehr, sehr kompakt spielen. Da kann man ihnen keinen Fehler ankreiden. Entscheiden sich halt für einen Spot, da hat man ein bisschen gegambelt und in dem Fall ging der Gamble nicht auf. Da würde ich aber fast sagen, Safety-Krams. Aber die machen doch mal die Fracks. Das gibt's doch nicht. 2-gegen-2-Situation. Also das... Das Ding ist, jetzt geht's in die Close-Range auf den Spot. Mit der CZ kannst du da ordentlich Schaden setzen, vor allem hinten im Quad. Ultimate zieht rum.
auf 68 HP runter. Jetzt aber kommt zur Hilfe von Trip. Und die Bombe tickt und das ist schon vorbei. Also wenn, selbst wenn er beide jetzt noch macht, der kann vielleicht nur noch eine Waffe mitnehmen. Wird nicht mal das kriegen. Das ist aber ordentlich Schaden, den sie jetzt zum ersten Mal wirklich gesetzt haben. Ja. Von Final Gaming. 3 Leute rausgenommen. Aber trotzdem, das Geld ist etwas zu hoch. Das Bankkonto ist gefüllt, selbst nach dieser Runde bei Entropy Gaming. Du musst das halt in Relation sehen. Du weißt, dass Entropy sehr viel Geld hat. Warum gehst du nicht nochmal... Du musst sowieso ein Doppel-Eco machen, ja? Warum nimmst du nicht die 4 Leute mit und gehst einfach safen? Boah. So, erstmal Ica mit dem First Pick. Ja, das ist halt so ein Ding. Klar, da scheiden sich jetzt die Geister, ne? Aber ich bin kein Fan davon, halt so Equipment wegzuschmeißen. Klar, es geht nochmal gut, weil sie halt noch ein paar Frags bekommen, aber im Endeffekt die Chancen, die Runde zu holen, ist einfach gering. Und das macht halt normalerweise, wenn man es jetzt auf den internationalen Bereich betrachtet, macht das halt eigentlich kein Team, weil es einfach rausgeschmissen Equipment ist. Und so hast du halt jetzt eine Runde und hast eigentlich nichts. Ja? Und dann hättest du halt letzte Runde nochmal 4 Leute gehabt und hättest halt nochmal schön reingehen können mit den Pistolen und dem Kevlar, was man hatte. Also, ich hätte ganz ehrlich, hätte ich alle 4 Leute, die beim B-Spot standen, als der A-Hit von Entropy reinkam, hätte ich einfach gesagt, komm, ihr bleibt jetzt da, ihr saved. Ja, genau. Kevlar, alles drum und dran für nächste Runde. Und dann wieder irgendwo stacken. Und müsst nicht mehr rein. Genau. Ja, und dann könnt ihr wieder was anderes machen mit dem Equipment, was er hat. Aber naja. Wieder eine gefällte Smoke in Main. Und Nevitz und Co. versuchen da jetzt durchzukommen. Und da sitzen die beiden Frags. Trip da und Nevitz bekommen jeweils ein Ultimate. Und Miley lassen ja gut rausholen. Trip, aber mit dem Refrag. Und der ist an der Tür unterwegs. Das ist eine Kopie der Pistol Round bei den CTs. Die sind beide Main reingegangen. Das haben sie in der Pistol Round genauso gemacht. Dann kam aber der Refrag von Trip. Jetzt Ica, aber mit der AWP. Das ist schon mal ein bisschen was mit mehr Wumms als eine Pistole. Nevitz hat jetzt auch den zweiten Spieler im Urin, rechts Richtung Lockers. Nevitz hat jetzt ein Riesenproblem. Der braucht das Backup von seinen Mates, dass sie die Tür halten, weil er weiß immer noch nicht, dass Trip mit über die Main kommt. Sie gehen gemeinsam vor. Nevitz ist bekannt. Da muss Ica nur annehmen. So, die sind zwischenzeitlich rübergeschoben. Die gambeln jetzt drauf, dass Entropy auf den A-Spot geht. Aber Pustekuchen, die gehen einfach wieder zurück. Die haben noch mehr als genug Zeit. 45 Sekunden. Die können sogar noch mal Richtung Mitte boosten. Da wird die AK hingehen. Dann werden sie keine Information bekommen. Also, sie haben jetzt 2 Möglichkeiten, was sie denken können. Entweder sie stacken auf einem Spot, entscheiden sich für den richtigen Side bei Entropy. Final Gaming. Oder sie teilen sich 1-1 auf und das ist sehr gut gespielt von Trip, der in der Mitte hochgeboostet wird. Jetzt gibt es die Ablenkung. Ica spielt sozusagen das Bauernopfer, zeigt sich nicht wirklich und lässt Trip halt Backstep machen und der klappt wunderbar. Zweiter Spieler wird gesehen. Trip versucht, den Spraydown zu gehen. 24 HP und er muss halt auf den Frag gehen. Und dann macht es Selbo! Und er nimmt die doch raus mit der Nate. Der hat die Nate nach rechts geschmissen. Der Spieler war links und er rennt halt genau noch rein. Ach du liebe Zeit. Was ist das denn? Die teure AWP. Da wurdest du nochmal weggebombt. Er musste halt aus dem Molotow raus. Ja, aber wo wollte er denn hin da? Er hätte ja einfach gerade ausrennen können. Er hat ja den Kill bekommen. Er versucht es halt so schlau auszuspielen, weil er weiß, okay, der Mate hat ihn wohl getroffen und will ihn mit der Nate kaputt machen, aber in keinem guten Positioning. Dafür wird er bestraft. Da steht er einfach zu offen gegen Newbox. Er hat sogar noch genug Zeit gehabt, nach vorne zu pushen. Und Frostpack stirbt schon fast. Ja, bei dem Tap durch die Smoke gerade von Mali. Also, schönes Ding. Bei B einfach mal ein paar Mal angedrückt. Oh, was von Trip ist das gerade? Chip da, das darf doch eigentlich nicht passieren, dass das Gunbarrel durch die Tür geht. Das haben die doch gefixt. Tja, feels Batman, ne? Ja, oh, da wurde er gerade verkauft von Valve. Da wurde er richtig verkauft. So, Mali tappt weiterhin munterfröhlich in der Mitte diesmal weiter. Und wir sehen bei Final Gaming einfach nur noch den Safe.
Und da versucht Nivitz noch seine Waffe durchzubringen. Es ist halt keine Welcher gute Partie. Welcher Safe, wollte ich gerade sagen. Also die Farmers, ja. Ja, klar. Ein macht da, der zweite wird jetzt rumziehen. Na, die kommen jetzt alle. Ja, die gehen ja jetzt halt Hand. Die gehen jetzt halt Hand. Jetzt wird's kuschelig da hinten im CT-Spawn. Guck mal, alle drei. Mhm. Guck mal noch. Ah. Ja, nächste Runde für Entropy. Für Final Gaming ist es halt immer, wenn wir auf den Rundenverlauf gucken, eine Runde. Dann hat man wieder 5 Runden. Das war halt diese Winstreak von Entropy. Dann holt man eine Runde. Dann holt Entropy 3 Runden. Dann hat mal Final Gaming eine Runde geholt. Und jetzt stehen sie halt wieder ohne Geld da. Also das ist zurzeit eine katastrophale CT-Hälfte. Ja, aber du siehst es im Rundenverlauf. Immer eine Runde gewonnen, dann die Folgerunde direkt wieder verloren. Jetzt ja. Mal die Aggression von B aus. Aber Aika, da stehen schon 4 Leute von den Ts dabei. Selbo, ha, kriegt nochmal von Ultimate das Tap rüber. Und Entropy, die sind gerade auf Cash hier. Gerade eine Klasse besser, muss man einfach so sagen. Ja. Ja, weil Final Gaming holt halt eine Runde, sie kriegen halt keine Follow-Up-Rounds und die musst du halt holen. Und das kann Entropy halt sehr gut klären. Sei es mit kleinen taktischen Variationen. Es ist weiterhin ein sehr kompaktes Spiel. Es ist auch jetzt nicht bei Entropy das kompliziertes Counter-Strike. Also man versucht da jetzt nicht großartig zu faken oder auf Mittelkontrolle zu gehen, sondern man versucht vor A und B seine Opener zu bekommen und sich dann gemeinsam zu sammeln und Richtung Side drauf zu gehen. Und das scheint hier bisher ganz gut zu knappen, weil sie einfach einen Waffenvorteil ausspielen. Und wahrscheinlich auch gerade ein besseres Aiming. Das darf man ja auch nicht vergessen. Was die an One-Taps kassieren bei Final Gaming. Viel Spaß. Ja, durch Smokes und was weiß ich nicht durch. Mali schon bei 18 Kills, Trip auch nicht weiter hinter dran. 16 sind's. Selbo etwas unglücklich. Hat natürlich auch nicht oft die AWP bisher gehabt. Dadurch nur seine 4 beisteuert. Und wieder sind's die Pistols für Final Game. Oh, die Nades, da geht's schon ordentlich vor. Wärts. Uiuiui, Mali. Die Atom-Nade des Todes. Ja. Da wurde der Nuklearschlag ausgepackt. Und es ist auch ein Team, also Entropy, die halt solche Runden halt auch nicht abgeben. Es gibt viele Teams, die haben da Probleme, gegen solche Runden standzuhalten. Meiner Meinung nach fehlt bei Final Gaming auch in so einer Runde vielleicht einfach mal das kompakte Spiel, wie wir es halt in der einen Runde gesehen haben, wo sie halt Equipment hatten und mit Pistols auf eine Seite gegangen sind. Das würde ich mir zum Beispiel wünschen in diesen Anti-Eco-Runden, wo man halt ein paar Pistolen hat, dass man einfach mal stackt oder Richtung Mitte aufbaut, ja. Um einfach mal nicht zu weit gefächert zu sein. Weil dieses breit aufgebaute Spiel bei Final Gaming ist für Entropy ein willkommenes Geschenk, solche Runden ganz, ganz solide runterzuspielen. Und es sieht ja auch so aus. Es ist jetzt halt das 3-11 und das ist halt eine dominante Partie. Und du hast ja erwähnt, einfach eine Klasse besser. Final Gaming versucht es jetzt nochmal mit dem offensiven Pick und das klappt auch. Stücko holt den Mann, und zwar Trip, der immer versucht, Richtung Tür zu gehen. Immer. Der geht immer Richtung Tür und den können sie diesmal aufhalten. Ja, das Ding ist, Entropy spielt sehr wenig Richtung Mitte. Also ich habe sie, glaube ich, einmal über Mitte aufbauen sehen und das dann über einen Vent. Genau. Einmal Richtung Kurz auch noch. Es ist halt sehr spot-fokussiert und Final Gaming hat das bisher nicht geschafft, das zu stoppen. Vor allem, weil sie auf den Spot selber die Defense nicht gebacken kriegen. Man sieht jetzt hier, Ship da steht zwar ganz gut hinten im Quad, im NBK, pardon, wieder mal so eine Position, wo der Mate nicht direkt aushelfen kann. Nevis steht halt etwas weiter weg. Das heißt, wenn er abgesmoked wird, ist er eigentlich dead meat da hinten im NBK. Mhm. Ja, da gebe ich dir recht. Sie haben bisher eine Runde über den Highway gespielt mit einem Mann. Und das war in der 2-gegen-2 Situation. Aber ansonsten sind sie nie über den Highway gegangen. Absolut interessant, wie unwichtig für Entropy Gaming die Mitte ist. So, jetzt hat man mal einen B-Split. Und da geht es jetzt wieder gemeinsam drauf. Schönes Doppelpack, gute Flash. Selbo pennt da so ein bisschen und es geht einfach drauf. So, Mali, Sünn machen wieder einen Spot auf. Runde ist so gut wie weg. Final Gaming muss jetzt die 3-gegen-4 Situation runterspielen, hat kaum Equipment zum Retaken. Da sind noch 2 Flashbangs bei Entropy. Und ja, wieder sehr gut im Afterplant aufgebaut. Das sieht aber auch gut aus. 2 Leute Richtung Vent, einer Richtung Side und Mali pusht einfach durch. Den juckt ja gar nichts.
die überhaupt nicht. Ja, und er geht einfach auch weiter hinten. Stiko. Oh, da will er schon knifen. Eieiei. Jetzt gibt's schon das BM. Ja, nicht, dass es ihn noch mal eine Runde kostet jetzt hier. Stiko hat noch 24 HP in 1 gegen 2. Oh, er macht den durch. Durch die Wand wird er geholt. Alka, jetzt der Simple Move runter, aber dann ist Zyn in einer deutlich besseren Position. Aber was Stiko da nochmal raushaut am Ende mit der AWP, das sah schon gut aus. Vielleicht lässt das hoffen auf mehr in der T-Hälfte. Mal sehen, ob er sich gegen Aika an der AWP zeigen kann. Oder natürlich ist es bei Final Gaming selber. Aber so wie es jetzt gerade ging, würde ich Stiko eigentlich eher da dran sehen gerne. Ja, auf jeden Fall. Also er hat da eine sehr, sehr gute Leistung an der AWP jetzt abgerufen. Also er ist on fire. Wie viele Schüsse hier durch die Wand gehen, wie viele One-Taps hier gibt. Das ist ja mehr als auf jeder IEM Katowice. Das ist ja unglaublich. Leute sind ja alle on fire mit ihrem Aiming. Was ist schon Katowice, wenn du 99 Liga gucken kannst? Das ist korrekt. So, und es geht bei Final Game genau mit dem gleichen System vor. Jetzt kompakt, zwei über die Tür. Und Mali macht genauso weiter, wie er aufgehört hat. Ultimate mit im Backup. Ey, was drücken die denn? Was haben die gefrühstückt? Das gibt's doch nicht. Bin ich hier auf dem Major oder was? Was ist denn bei denen los? So, jetzt halt nur noch Sinks. Und Sinks, der wird einfach, der hat überhaupt keine Lust mehr rauszugehen. Zynx bekommt nochmal einen. Doch, also wenn er den jetzt gesetzt. Oh, da macht er doch die zweiten im 1 gegen 3. Zyn, da wird gerade etwas geworfen von Entropy am Ende. Kann es Zyn aber doch nochmal ausschließen. Und dass da das kleine Comeback in der Pistol Round kommt. Aber was für Taps von Mali, der ist on fire mit 25 Frags und das nach 17 Runden. Ja, läuft bei ihm. Ja, läuft ja, richtig ja. Bei ihm. Ja, ich kann dir sagen, was Major ist. Major Rabbit auf dem Server. Ha! Grüße gehen raus an Jörg. Ja. Bester Mann. Auf jeden Fall. Es ist einfach eine Klasse für sich. Klar, Final Game versucht gut gegenzuhalten, aber es ist vom Aiming heute einfach zu wenig hier auf Cash. Klar, das kann sich auf Mirage nochmal umdrehen, aber. Was wir hier gerade sehen, ist zu wenig. Das ist deutlich zu wenig. In der Mitte, Trip schon mal mit den ersten Vieren sogar. Zyn, der letzte am B-Sport. Chip da, wird sich da auch nichts mehr gönnen können. Nee. Eindeutige Partie bisher. Und wenn wir einfach mal überlegen, das ist, hat alles so nach der Pistol Round angefangen. Die war noch sehr knapp, also Runde Nummer 2, dann kam Runde 3 und dann wurde es eigentlich sehr eindeutig, meiner Meinung nach. Ja, sie haben ja 6:1 geführt, dann nochmal eine Runde verloren, wieder die Runde, also bei Entropy jetzt aus deren Sicht 6:1 die Führung, danach ging es etwas schwieriger. Ja, Aika macht den ersten schön, der Molotow rausgeworfen, das Spray von Zyn sitzt erstmal nicht, dann wird die USP rausgeholt, mit der ist es dann etwas besser von der Accuracy her. Ja, musst du auch mal sehen. Farmers so garbage, dass die USP besser unterwegs ist. Das ist der Matchpoint. 3:15. Eieiei. Was viele ja nicht wissen ist, die Galil ist akkurater als die Farmers und hat eine etwas kontrollierbarere Spray-Pattern. Farmers ist ziemlich garbage. Und der Schaden ist halt auch höher bei der Galil. Ich mag die Galil nicht. Ich mag die Farmers. Ja. Galin mag dich auch nicht. Was? Was? Hat er nicht gesagt? Nein, ich bin. Also es gibt ja so ein bisschen. Manche mögen die Farmers, manche mögen die Galil. Ich mag eher die Farmers. Keine Ahnung. Das ist so Gefühl halt. Mhm. Deshalb spielt NBK auch eine Krieg. Ja, aber wenn du dir nicht mal eine AK leisten kannst, kannst du ja auch keine Krieg leisten, oder? Ja. Aber G2 spielt ja sowieso nur Forcebice, also. Ja. So, Sinks. Sinks und Co., die werden hier immer noch komplett auseinandergenommen. Also, das gibt's nicht, Mann. Entropy kann sich halt alles erlauben. Der letzte Spieler ist irgendwie durchgekommen, Richtung Mitte. So viel zum Thema Mittekontrolle. Ich glaube, das ist erstmal das Final Gaming. Irgendwas in der Mitte Richtung
Richtung Müll gesehen hat. Und dann ist es GG well played. Ja, was willst du sagen? Das war eine eindeutige Partie. Final Gaming, meiner Meinung nach, hier einfach auch eine Klasse besser. Das musst du einfach sagen. Das ist eine Klasse besser gewesen. Dann halt immer diese Follow-up-Runden verschissen. Wirklich, dazu kann man nichts sagen. Du hast sie einfach weggeworfen. Ne? Also das Game war ja von Anfang bis Ende für Final Gaming kein guter Start und kein gutes Spiel. Also man hatte so zwei, dreimal so ein bisschen die Möglichkeit, nochmal eine Follow-up-Runde zu holen. Aber hauptsächlich war das doch ein sehr eindeutiges Ergebnis, gerade auf Cash. Ja, also die Pistol war ja auch noch mal etwas knapper, nachdem da wirklich richtig gut vorgearbeitet wurde von Mali. Dann im 1 gegen 1 wird es halt von Zinn noch mal geholt. Sonst hätte das vielleicht noch mal eine andere Note bekommen, dieses Spiel. Aber ich glaube, das war einfach von Entropy viel zu stark runtergespielt. Genau. Die hatten da überhaupt keine Probleme, mit Final Gaming fertig zu werden. Mhm. Und es war auch überhaupt kein Gameplan zu sehen, vor allem auf CT-Seite, den du eine Runde gewonnen, dann die Folgerunde immer wieder verspendet. Das war halt auch das Problem. Selbst wenn sie mal in ein, zwei Runden aneinander rein konnten, hätten sie immer noch Geld gehabt bei Entropy auf T-Seite. Und so kannst du halt keine CT-Seite aufziehen, wenn du immer eine Runde gewinnst und dann wieder verlierst. Alle drei Runden auf CT geholt, keine auf T-Seite. So, das sagt, glaube ich, alles. Das ist korrekt. Dann kommt noch das Aiming von Entropy dazu und dann hast du halt ein dickes GG bei den Jungs von Entropy. Final Gaming sieht hier überhaupt kein Land. Vielleicht wird es gleich auf Mirage besser. Wir machen eine ganz kurze Pause, melden uns gleich wieder zurück. Bleibt dran zwischen Final Gaming und Entropy. Bis gleich. Du willst bei CSGO immer auf dem Laufenden sein? Dann ab auf 99damage.de. Hier findest du aktuelle News zu allen relevanten Themen.